Supermarkt Samstag und heute mit einem Bier, das leider nicht mehr lange in den Supermarktregalen ist. Welche Brauerei, welches Bier? Wir reden darüber in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich vor einem Jahr einer gefragt hätte, ja, wie viele große Namen und wie viele Brauereien in den nächsten Monaten dicht machen und man hier dann einen Abgesang auf sie singen darf, puh, also ich weiß nicht, wie viel ich da getippt hätte. Viele wären es nicht gewesen, aber es sind dann doch jetzt einige nach der Pandemie geworden und ja, das sind so die Spätauswirkungen zum großen Teil. Bei der heutigen Brauerei weiß ich es gar nicht, da habe ich jetzt auch, hätte ich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass die ja wie ein Fels in der Brandung steht. Es geht um Anchor Brewing aus San Francisco und ja, wenn ihr Bierfreunde seid und die letzten Wochen nicht unterm Stein gelebt habt, habt ihr sicher mitgekriegt, nach 127 Jahren schließt diese Brauerei endgültig ihre Pforten, beziehungsweise hat sie schon geschlossen, also das letzte Bier ist schon gebraut. Das hat sich auch so ein bisschen zusammengebraut. Die haben in letzter Zeit nur noch in Kalifornien ausgeliefert und Sapporo, die Brauerei vor ein paar Jahren übernommen hat, ja, die haben da jetzt irgendwie die Reißleine gezogen. Die Zahlen waren wohl schon länger schlecht, aber jetzt ging es dann halt wirklich nicht mehr. Und viele Bierfreunde trauern dieser Brauerei wirklich nach, weil es war die erste richtige Craft-Bier-Brauerei in den USA. Hat ja auch alle Höhen und Tiefen des Goldrauschs zum Beispiel mitgemacht. Aber als dann Fritz Maytag die Brauerei übernommen hat, zusammen mit Mark Carpenter, der dann später auch sein Braumeister wurde und über 40 Jahre in der Brauerei beschäftigt war, mit dem ich auch noch Kontakt hatte in den letzten Tagen. Deswegen, ja, das ist schon schmerzhaft, wenn dann so eine Brauerei tatsächlich geht. Und bleibt nur die Hoffnung, dass sich noch irgendwo ein Türchen öffnet. Aber insgesamt dürfte die Brauereiszene so angespannt sein, dass nicht irgendjemand mal gerade so ein bisschen Geld locker sitzen hat, um in so ein Risikoprojekt dann nachher noch zu investieren, weil die Zahlen einfach offensichtlich so schlecht sind. Was aber dann umso mehr erstaunt ist, dass ich dieses Bier hier bei mir im Billa um die Ecke, also im Rewe Supermarkt, kaufen konnte. Also ein Bier von einer 127 Jahre alten Brauerei, das um die Welt geschippert wird und dann trotzdem erlangt es nicht zum Überleben. Ist schon schwierig zu glauben, aber ist dann offensichtlich so. Und ich habe hier ein Bier, das habe ich noch nie hier am Kanal gehabt. Es ist das California Lager von Anchor Brewing. Das gibt es seit 2012, also eins eher der jüngeren Biere. Anchor Brewing ja bekannt für ihr Steam-Bier, was eher so in Richtung California Common geht. Und das California Lager ist dann so ein bisschen der Angriff auf also die klassischen amerikanischen Biere. Ist auch mit dem Cluster Hops gemacht, einem der ältesten Hopfensorten in den USA. Ansonsten Gerstenmalz, Hopfen und Hefe in diesem Bier drin. Und was vielleicht das Besondere an diesem Bier ist, es wird in offener Fermentation noch hergestellt. Ich war selber mal in der Brauerei, könnt ihr auch auf meinem Blog noch den Besuch mit nachverfolgen. Da wird noch offen fermentiert und hat eben auch solche Lagerbiere. Dieses hier hat 4,9 Volumenprozent Alkohol, 32 Bittereinheiten. Das ist auch alles, was sie uns verraten. Diese klassische Flaschenform von Anchor Brewing wird mir dann auch in Erinnerung bleiben. Und wahrscheinlich wird die Flasche dann da hinten auch ein Plätzchen finden. Kurzer Blick noch auf den Kronkorken, den ich jetzt auch sehr vorsichtig aufmachen werde, weil auch den werde ich in Ehren halten, so als mein letztes Anchor-Bier. Oh, das haben wir halbwegs hingekriegt. Und dann geht das California Lager hier auch schon quasi seinen Weg. Und ich bin sehr gespannt, wie das denn so schmecken würde. Wir haben eine ja, schöne Oh, was ist denn das? Eine tiefgoldene Farbe mit so einem leichten kupfernen, orangenen Einschlag. Ein beige-weißer, dichter Schaum in der Nase. Oh, schöne, leichte Hefenoten. Bisschen getreidig. Und dann schwer so eine Zitrusnote. Über kräutrigem Hopfen, floral. Also das ist schon sehr viel, wenn auch nicht zu intensiv in der Nase. Ja, sehr zum Wohl. Cheers. Und jetzt merkt man es, dass man es mit so einem richtigen Lager zu tun hat. Das ist leicht, das ist knackig. Das kommt mit der Erfrischung daher, wo man sagt, ja, genau so soll es sein. Zitruszeste noch mit am Start, leichte Säure. Eine angenehme, aber tendenziell eher zurückhaltende, bittere. Also auf keinen Fall so wie bei einem Pilz. Auch wenn wir jetzt mit den 32 Bittereinheiten schon relativ weit oben sind, da ist natürlich auch noch viel Malz. Ihr seht schon an der Farbe. Da ist natürlich noch viel Malz, was das Ganze dann balanciert. Und ja, insgesamt
dann doch wenig Hopfeneindruck. Da ist das Malz dann doch sehr dominant. Wenig herbe und es wird relativ schnell trockener. Kommt noch so eine getreidige Note dazu, so ein bisschen Hefe mit drin, aber einfach ein schönes, angenehmes Mundgefühl und natürlich super balanciert dieses Bier. Vom Körper her, schlanker bis mittlerer Körper, sanftere Kohlensäure und eine schöne, glatte, süffige Textur. Also das ist ja einfach auch ein Bier, was zum Trinken gemacht wurde und genauso trinkt sich es dann auch. Im Nachtrunk ein bisschen mehr Bittere, es fängt so langsam an, so astringierend zu werden. Und das Malz ist auf jeden Fall auch noch mit dabei, aber es wird nicht übertrieben süß. Es kommt so eine leichte karamellige Note rein, aber insgesamt erkennt man schon noch, dass das ein Lagerbier ist und dann auch entsprechende Eigenschaften hat. Das California Lager von Anchor Brewing, die Brauerei, die seit 1896 am Markt ist und jetzt vor ein paar Tagen ihre Tore endgültig geschlossen hat. Wie gesagt, die Hoffnung bleibt noch, dass es da irgendwie weitergeht. Wenn ihr eure Erinnerungen von Anchor Brewing mir mitteilen wollt, dann schreibt es gerne unter das Video. Ansonsten nicht vergessen, Abo lösen, wenn ihr noch keins habt. Wir sehen uns morgen, am Montag mit dem nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.